Hallihallo, hallöle und willkommen zurück zum FM 2012. Es geht los in der neuen Spielzeit 2016-2017 gegen Leverkusen. Eine Mannschaft, die, glaube ich, in der letzten Saison Zweiter wurde. Die heißen bitte Vizekusen. Ja, also so viel Zeit muss ja einfach sein. Du meinst sein. Eher Vizelusen. Ah, das ist auch lustig. Vizelusen. Ist auch cool, ne? Ja, wir spielen auswärts, heim. Genau, wir spielen auswärts in Dortmund. In Dortmund. Wer kennt das nicht? Letzte Saison haben wir ein Spiel gewonnen. Hast du gewonnen? Und eins Nur haben wir ein auf die Spiel haben wir in der gesamten Saison ich gewonnen. Ich bin noch nicht fertig. Und eins haben wir auf die Fresse bekommen. Durch den Hübschen. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob der hier noch... Nee, der ist doch gewechselt, glaube ich, ne? Nach Bella Italia. AS Rom oder so? Weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Aber wir haben im letzten Part Unterhachingen gebumst. Und da sieht man, dass Unterhachingen halt nicht Leverkusen ist. Glück gehabt. Haben wir nochmal Glück gehabt, ey. Ja. Puh. Kurze Schreckminute. Ganze Minute war das. Auf jeden Fall. Aber wir wollen hier die drei Punkte. Schließlich ist das ein Mitkonkurrent auf die Meisterschaft, die wir holen wollen. Du musst doch links außen spielen. Obersicht haben. Wie sieht da an, verdammt nochmal. Obersicht. Genau, Obersicht. Genau. Jetzt Klos vielleicht. Im letzten Spiel war er leider verletzt. Ja. Yeah. Aber Ludewig hatte seine Aufgabe ganz, ganz gut gemacht. Beim knappen 15-0 gegen Unterhaingen. Klos! Daniel Klos, da ist er wieder, der Bomber der Nation. Ich wundere, dass er noch gar nicht für Länderspiele nominiert wurde. Hier aus 18 Metern. Schießt er so sehr, dass hier alles explodiert und uns fliegt gerade hier eine Fliege um die Ohren. Ja, also Kevin zieht die an, der stinkt so sehr. Komm schon, Fliegen rein. Letzter Freistoß noch Leverkusen kann klären. Vielleicht Konter. Eine Kontermöglichkeit. Ah, wir haben eine Defensive, ja. Die... Umgrätschen diesen Ivanschitz! Er kaste ihn! Grätschen ihn um, diesen Osterreicher! Ah, Kurani! Kevin Kurani, stink nach Salami! Oh, nein! Ich dachte, da ist Kevin Kurani. Nein, da ist nicht Kevin Kurani. Habe ich dich wohl falsch zitiert? Ludewig, ja! Ja, schön, klasse, Tim Wiese. Ja, gehalten von Wiese. Mit einer Kung-Fu-Tat-Dingens. Ja. Ne? Ist so. Jetzt hier der Schuss durch diesen Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Aber Elias Bier hat das Dingen sicher. Jetzt Zeus auf Klos. Schön. Yes! Alter, bam! Pierre de... Klasse! Oversicht! Ich bin super in der Bande. Geil. Habe gute Oversicht gehabt. Genau, super. In dieser Bande, als ich stand, hatte ich wirklich eine gute Oversicht über das Spielfeld und auch Tode wird. Wer ist Zidane? Wer ist das? Zidane? Who are you? You are nothing. pardon? Comment? Qu'est-ce que tu as? Tu as? Nee, tu es... Niette. Ja. Gutes Französisch. Ja, ist das geil. Da ist das 3:0 durch Pierre de Witt und wir nehmen Hachingen auseinander. Wir nehmen Leverkusen auseinander. Wir werden Meister. Wer wird deutscher Meister? Penki, Dortmund, Ole. Ja, die Fans, da sind wir auch nicht für verantwortlich. Da müssen ja die Ultras, die Penki Ultras. Ja. Schade, dass hier Klos nicht vorbeigekommen ist. Ich glaube, dann hätten wir wirklich beruhigt schlafen können, weil ein 3:0 heißt bei diesem 3D-Modus ab und zu mal gar nichts. Kurani. Aber Bier hat das Ding. Der wird so... Nein, ich passe nicht. Ich bleib stehen, geh ein paar Millimeter zurück und dann vertändel ich den Ball. Klos, Rudolf, Ludewig, jetzt hier auf Bumster schlecht gepasst und das gibt Halbzeit. Das geht in die Turbinen. Übertreib halt, ey. Ja, Entschuldigung. Sagst du drei Schüsse aufs Tor und drei Buden? Nein, sag ich nicht. Geile Sache, ha? Sag ja quatschen. Du kannst auch mal mit dem quatschen und auf mich anzugähnen, ey. Ja, dann quatsch ich jetzt halt mit dem. Da reißt er sein Maul auf, als das weiß ich was. So, Ludewig, motivieren, ne? Da machen wir da, okay. Okay. Oh, okay. Oh. Du darfst dir nicht loben, wenn die eine 0,5-Note haben. Hab ich doch gar nicht. Ich hab da einfach nur drauf gedrückt. Ja, du hast sie gelobt damit. Kurani jetzt vielleicht auf dem Weg zum 3:1, Bier ist in der Ecke. Aber wie alt er denn mittlerweile sein müsste, wenn er hier noch Bier? Spielt? Nee, Kurani. Klasse! Krebs. Bumstahl? Nee. Ach, schade. Nee. Nö!
Louis Holtby mittlerweile bei Leverkusen in der Elf. Corani wird aber von Zambrano gut gestellt. Klos jetzt, Klasse, bisschen zu weit. Aber war schön gedacht, muss ich ja mal sagen. Nein, war scheiße gedacht. Oh. Das kein Elfmeter? Das sehe ich genauso. Kein Elfmeter. Pannewitz. Bumstal. Pannewitz. Jetzt gut, aber Wiese kommt da. Sind zu viel draufgestürmt. Ja, und Wiese hatte mit seinem Kung-Fu-Tritt, mit seinem Kung-Fu-Bein, ist er noch vor den Gegnern, oder vor uns besser gesagt, an den Ball gekommen. Und hier gibt's Freistoß für Fritze Kosse. Guck mal, können wir auch mal machen. Wir bringen Adriano für Ludewig. Der ist diesmal nicht so gut, müssen nicht wir so sagen. Enzo. Vance Archer für Pannewitz. Und also für Pjanovic. Type Jouet. Boah, was war das denn? Bier mit der Glanztat, oder was? Auf jeden Fall mega knapp. Wir schauen uns das nochmal hier wieder unten an, sollen wir sie zu sehen bekommen. Ja, roll. Hör auf, dich über ihn lustig zu machen. Ja? Der Ivanschitz. Kostet dich, du Wichser, ey! Ich will nie wieder diese stinkende Ostrack! Adriano wollte erstmal nach hinten spielen. Sicker ist sicker! Kurani, aber wieder ist Bier da. Ah, Bier hält uns hier ein wenig, also vermeidet die frühen Gegentore in der Saison. Fuatsch! Macht er da. So, jetzt ist Kurani wieder Bier! Was ist denn da los, ihr Team? Ich möchte jetzt nichts sagen, wir führen 2-3-0, aber. Das muss nix sein hier mit ihr immer Tori Aufschuss und so. Ne? Was? Ich verstehe kein Wort, aber ich muss einfach mal rechnen, wieder ist Bier da. Bier ist oh. Und Wiese mit Kung-Fu-Tritt. Schade, dass der Kopfball nicht zu einem unserer Spieler gegangen ist, aber die hätten eh nicht aus 40 Metern abgezogen, obwohl der Kasten leer ist. Intelligenzbestien bis zum geht nicht mehr. Nicht getroffen oder so. Ja, die hätten nicht mehr geschossen. 1000%ig. Kurani schießt jetzt aber gleich und wieder ist Bier da. Knappi. Knappi. Ja, wir können eh nicht mehr wechseln. Aber du kannst mal gucken, was der gute Mann hat. Sebastian am Bamstel. 2 Wochen ist er verletzt, Muskelfaserriss. Ja, gut, das ist scheiße. Nee, ist gut, hab ich gedacht. Da müssen wir halt den Push dann links spielen lassen. Ronaldo, genau. Ey! Und Kumpel, der darf nicht vom Platz. Normalerweise geht ein verletzter Spieler, wenn man nicht mehr wechseln kann, vom Platz, aber der darf nicht. Nein, das sind neue FIFA-Regularien. Muss weiter spielen. Humpel weiter über den Platz. Adriano rollt den Ball zu Klos, aber der kann da nicht vorbeigehen. Genial von Enzo Zidane. Beschissen von Enzo Zidane. Mann, du bist doch ein Versager. Ich bin der Pervert. Kevin geht auf Fliegenjagd hier. Die nerven mega. Fliegt hier rum. Ey, wir glauben, was die Fliege ist, ey. Alter, ey. Hier bin ich rumgeflogen. Kurani, aber Arthur ist da. Noch hat Kurani den Ball. Anschuss erfahren. Da ist es 3-1. Wieder so in der späten Minute. Ist irgendwie typisch für den FM. Finde ich kacke. Ich finde schön. Yes, Gegentreffer. Ja, aber komm. Da musst du den Winkel auch besser zustellen. Das kann er so sich nicht gefallen lassen, ja. Ganzes Spiel genial gehalten. Und Ronaldo wird hier von... Ja, die haben Angst vor ihm, die trippeln ihn immer. Den kann man ja nicht von den Beinen holen, der rollt ja. Das ist eine Kugel. Stimmt, ja, die rollen ihn halt immer weg. Genau. Zidane. Ah, schönes Zucker Auge Pass. Bewiesen. Zucker von Zidane auf, aber Krebs, ne. Krebs ist einfach nur grottenschlecht. Ich glaube, es war... Das heute. Ja, Schluss jetzt. Aber schöner Einstand und Leverkusen hat uns am Ende dann doch etwas dominiert und wir hatten wirklich keinen Torschuss mehr. Egal, 3 Punkte sind 3 Punkte, wie es uns völlig Wayne. Und ich glaube, damit sollten nicht egal. Wir vielleicht sogar auf Platz 1 stehen. Schluss Saison! Nee, doch nicht Schluss. Was? Wir sind nur Fünfter. Berlin hat irgendjemanden richtig schön geownet, den FC St. Pauli. Mainz Dortmund hat durchschnittlich 100.000 Zuschauer. Die haben ein bisschen den Signal Iduna Park rausgebaut, glaube ich. Wir waren aggressiver und taktisch besser. Dann kommt man automatisch in einen besseren Spielfluss in der Offensive. Hammer. Pierre Witt ist in deren Elf des Dogges. Und dürfte auch Erster sein, richtig. Ja, so ist das. So, wir müssen gestehen, wir haben vergessen nachzugucken, welche Spieler wir noch anschauen sollen. Oh, damit, ja. Das machen wir im nächsten Part. Wir verschieben das jetzt einfach immer wieder. Genau. Nein! Adriano! Adriano, aber nur 2 Tage. Das Gute ist, sein Innenband wird vom Fett so abgeschirmt, dass es nicht wirklich gedehnt werden kann. Deshalb nur 2 Tage.
Das heißt, dass es ist, vor allem S, das Adriano. Ich hab den Interviewmann weggemacht. Egal. Das heißt, das Adriano ist rechtzeitig wieder da gegen Panathinaikos. Ich verstehe nicht, dass wir da noch in die Playoffs müssen. Adriano ist wieder fit. Jetzt darfst du das Training einstellen. Wuhu! Im Mittelfeld. Er darf das Training einstellen. Er darf das Training einstellen. Er darf das Training einstellen. Oho. 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 Holt mich hier raus. Oho. Oho. Ich werde dich festgehalten. Natürlich. Da ist die Fliege. Ich töte sie. Ich kann jetzt das Heimlichste mit euch besprechen. Hilfe. Holt mich hier raus. Mhm. Ich sag euch kurz. Jetzt ist die Polizei vor der Tür. Ich sag euch kurz die Adresse. Es ist. In Bochum, ja? In Bochum, habt ihr das verstanden? Gut. Ja, alles super hier, ne? Ja, schön, total, ja. Ey. Ich freue mich, dass ich freiwillig hier bin. Ja, wirklich. Sag mal den Push, du hast Talent, mach endlich was draus. Adriano, Ludovic, du hast gut trainiert. Sag den Push. Du hast Talent, mach endlich was draus. Ja, ist auch so. Der ist seit einem Jahr hier, wir dachten, das wäre ein volles Talent und ist nicht eingeschlagen wirklich, ne? Nee, das ist natürlich, ja, da müssen wir ihm die Vorwürfe machen. Do, do, do! Die Bayern in der Champions League Quali nur ein 1-1 gegen Roter Stern Belgrad. Eher durchwachsen, würde ich mal sagen. Roter Stern. Wir haben kein Geld, denn wir sind Geruchsfresser und haben kein Geld. Wir tanzen gerne rum und trinken Uso. Jetzt ist auch genug wieder, ist voll peinlich mit dir. Heb das auf, verdammt nochmal, ey. Wirft er das Sachen auf den Boden die ganze Zeit. Was ist du Mongo? Kann Enzo sie dann links spielen? Kann er nicht. Das war zu erwarten. Kann das Pierre de Witt? Ja, wenn dann noch Pierre de Witt, oder? Das mit Krebs, mit Push. Bum-Push. Bum-Push? Was ist mit dir? Ja, dann doch eher Krabs, würde ich sagen, ne? Nee, ich würde eher sagen, dass wir dann... Ja, doch, ich würde es genauso machen. Ja, aber dann halt hier Push, ne? Genau. Gut. David lassen erstmal. Mhm. Und dann tun wir auf die Bank Ali Moslea. Adriano rollt mal wieder von Beginn an. Nee, da würde ich lieber mal Althoff diesmal sehen, was er so macht. Althoff stolpert von Beginn an. Zusätzliche Siegprämie, wir machen als Spielmacher David momentan und gehen so ins nächste Spiel. Nee, erstmal lesen wir die News. Panathinaikos, aber zunächst lesen wir die News. Kämpfen von der Wars? Was hast du gemacht? Was fällt dir rein, du kleiner Wichser, ey? Du scheiß dreckiger. Ne? Ja, wir wählen natürlich auch zum nächsten Paar die Strafe ausdrehen. So geht das nicht, Kevin Panewitz, verdammt nochmal. Es gibt eine saftige Strafe hier. Und damit verbleiben wir jetzt. Bis zum nächsten Mal, wir danken uns fürs Zusehen und tschüss.